Moin moin, willkommen zurück zu Factorio. Heute wollen wir es tun, wir gehen das Wissenschaftspaket 3 an. Ich habe hier nochmal ein bisschen im Inventar aufgeräumt, ne? Sieht jetzt ein bisschen übersichtlicher aus. Ein paar Eisenplatten, die kann ich noch mitnehmen. Und dann gucken wir mal, gehen zum Ort des Geschehens, wählen vorher noch eine Forschung aus. Ich bin ja bald mit allem durch. Und schauen wir mal, was ich da so brauche. So, Wissenschaftspaket 3. Dieses hier. Erweiterter Schaltkreis. Kunststoffstange, Kupferkabel, elektronischer Schaltkreis. Das habe ich jetzt alle drei Sachen nicht unbedingt hier. Den Schaltkreis und das Kupferkabel. Ich glaube, die könnte ich mir ja auch noch irgendwo hier hochholen, ja? Das wird gehen. Kunststoff muss dann auch irgendwie hoch. Okay. Wir bräuchten noch die Motoreinheit. Stahlträger, Eisenzahnrad, zweimal Rohr. Das liegt im Prinzip quasi hier vor. Das kriegen wir hin. Und den elektronischen Erzförderer. Eisenplatte, Zahnrad und Schaltkreis. Das heißt, das Zahnrad haben wir hier schon. Eisenplatten und Stromkreis. Schaltkreis, die müsste ich jetzt auf ein Band bekommen. Sieht machbar aus, oder? Also die erste Idee ist natürlich, hier mit einem Teilerfließband ranzugehen. Ja, das ist alles noch nicht ganz gut sortiert hier. Machen wir das mal so rum. Okay. Mit dem Teilerfließband hier ein bisschen Schaltkreise abführen. So. Oh, das war einmal zu viel geklickt. Entschuldigung, Frosch im Hals. Jetzt die Frage, kommen wir hier hoch? Nicht ganz, nein. Machen wir das so. Bauen das hier einmal um. Und dann haben wir das doch. So, Schaltkreise haben wir. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass wir hier die Eisenplatten und die Stahlträger voneinander trennen. Ich glaube, das machen wir alles ein bisschen weiter unten schon mal. Dann habe ich ein bisschen Platz. Grundlegendes Logistiksystem. Ich kriege hier jetzt eine Hilfe, weil ich wahrscheinlich Mist gebaut habe. Inventar Logistikplätze 1 beendet. Inventar Logistikplätze plus 6. Das ist sehr schön. Ist das dieses hier? Dieses hier, okay. Logistikplätze, das weiß ich jetzt noch nicht ganz, was es sein soll. Aber wir werden es rausfinden, glaube ich. Okay, also das teilen wir schon mal ein bisschen früher. Dann haben wir uns platzmäßig hiermit schon mal fertig arrangiert. Und jetzt hätte ich Platz nämlich für die anderen beiden Sachen. Hier gehen wir mal hoch. Teilen das einmal. Ne, das bauen wir nämlich genau andersrum. Braucht doch hier eigentlich gar kein Teilerfließband, oder? Ja, doch. Die Zahnräder, die will ich ja auch weiter oben haben. Okay, also. Das müssen wir weiter hochführen, weil ich später noch brauche. Bestimmt irgendwie. Also teilen wir das an dieser Stelle hier. Geben die Eisenplatten nach rechts raus. Dann müsste das doch eigentlich fast sogar perfekt funktionieren hier. Das können wir hier... Ne, da haben wir es nämlich schon. Da müssen wir nochmal nachdenken. Das lösen wir anders. Da hingen immer noch welche quer, ne? Das ist nämlich noch gar kein teilendes. Noch gar kein sortierendes. Okay, noch gar kein filterndes. Also, das soll nochmal beides weiterführen. Und jetzt kommt noch ein weiteres.
Hier. Das führt mir jetzt die Eisenplatten links weiter. Und die Stahlträger gehen ins Nirvana. Und jetzt gucken wir mal. Anders. Das ist auch nicht gut. Oh, jetzt habe ich mir hier schon wieder was verhauen. Wir machen das mal so und lassen die Eisenplatten da mal reinfallen. Geht das? Geht nicht. Dann müssen wir das anders einstellen. Dann müssen die Stahlträger nach rechts. Und dann müsste es doch gehen, oder? Aha, wer sagt's? Okay. Jetzt wollen die... Nee, das ist noch nicht richtig. Das ist noch nicht richtig. Haha, nicht geschafft, Matze, nicht geschafft. Machen wir es nochmal anders. Ich habe jetzt gerade noch keine bessere Idee. Ich habe es schon wieder getan. Ich weiß, wann mir das immer passiert, ne? Machen wir das einmal so. Und so. Jetzt führen wir die nach rechts weg. Das war jetzt wieder nichts. Und die einmal unten durch. Und dann haben wir es. So. Das ist Nummer 1. Jetzt ist die Frage, ob ich mir gleich mal einen Blueprint von dieser Geschichte hier mache. Das kann ich eigentlich hochkopieren, so wie es ist. Oder ich fange an, mich mit den Baurobotern mal auseinanderzusetzen. Das sind die Module. Anbieterkiste, Bauroboter, Flugrobotergestell, Logistikroboter. Nein, dafür machen wir eine eigene Folge, würde ich sagen. Ich mache das Wissenschaftspaket 3 ohne. Und vor dem Wissenschaftspaket, ja, da machen wir dann einen Ausflug in die Robotertechnik. Müssen wir einmal gucken, kann das meine Montagemaschine 1 herstellen? Jo, kann sie. Davon haben wir ja noch ein paar Stück hier. Okay. Greifarme. Die setzen wir jetzt einfach direkt so gegenüber hier. Wie es hier schon der Fall war. So. Ah. Dann brauchen wir aber auch noch lange Greifarme. Die müssen uns ja hier die Zahnräder holen. So. Hier soll hergestellt werden... Der elektrische Erzförderer und er ist nicht dabei. Braucht man die Zweiermontagemaschinen? Das habe ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Hier war ja kein Hinweis drauf, dass ich die bräuchte.
Dachte nämlich, da wird nämlich unten stehen, wird hergestellt in. Aber dem war nicht so. Okay, also zum Kommando zurück. Montagemaschine 2. 10 Stück. Okay, die sind fertig. Strommasten haben wir auch keine mehr. Mittlere bitte. 5 Stück reichen mir da erstmal. Ja, hier brauchen wir nicht so viel Platz. Da geht ein kleiner hin, der tut's auch. Okay. Das abladende Band. Dann brauchen wir noch Greifarme. Machen wir einfach mal wieder voll. So, das reicht. Und ein Rezept für die Herstellung der Erzförderer. Haben wir's? Sehr schön. Jo, jetzt wird gebaut. Wieso nehmt ihr Kupferplatten? Kann mir das mal jemand verraten? Naja, machen wir es mal so. Das ist jetzt einmal eine dumme Arbeit. Aber gut. Ich baue neu. Okay, ich hab's verstanden. Geht schneller. So, da kommen die Erzförderer schon. Das ist gut. Was haben wir gesagt als nächstes? Also, Erzförderer check. Die Motoreinheiten, Stahlträger, Eisenzahnrad und Rohre. Rohre müssen wir erstmal herstellen. Die gehen aber wirklich in der ersten Montagemaschine. Okay. Aus Eisenplatten. Jetzt ziehen wir erstmal wieder das hier weiter nach Norden. Und hier müssen wir die Eisenplatten abteilen. Jetzt kommen hier die Schaltkreise. Ja, gut, die hingen noch irgendwie quer. Also, einmal abteilen. Eisenplatten nach links. Das geht weiter hoch. Ah, wir machen sie nach rechts, dann kann ich das auch gut unten drunter durchführen. Ja, machen wir so nach rechts. Moment mal. Wo ist denn hier jetzt der Fehler? Mhm. Hahaha. Jetzt wird's knapp. Alles klar. Okay.
Das ist das Problem. Wir machen nochmal eine neue Forschung. Endlich passiert's. Ich habe mich so drauf gefreut. Hier läuft alles heiß. Schaut mal einer an. Und endlich verteilt sich's bis zum bitteren Ende. Es reicht nicht mehr, was nachkommt, obwohl die Fließbänder unten voll sind. Das ist spannend. Das ist richtig gut. Das freut mich. Da kommt jetzt mal eine Herausforderung. Denn das Problem, das müssen wir natürlich lösen. Jo, also. Mit dem Teilerfließband wird das nichts. Mit dem Unterirdischen wird das besser werden. Haben wir keine mehr? Bauen wir uns welche. Okay. Einmal hier rüber. Das eigentlich Interessante hier bei der Geschichte ist ja, das Fließband geht in die Richtung. Und ich muss jetzt von hier beladen. Ich könnte es ja eigentlich nutzen. Dann müsste ich das doch nur rumdrehen. Machen wir das doch einfach so. Dann brauche ich nicht ein zweites Fließband, ne? Okay. Die liegen nämlich auch schon praktischerweise auf der richtigen Seite. Dann können wir nämlich ganz direkt hier unsere 10 Montagemaschinen hinstellen. Sehr gut. Dann... Das kriegt alles Strom von denen hier. Das ist noch besser. Ah, machen wir gleich das Rezept rein, weil dann nehmen die sich das richtige Rohre wollten wir haben, ja. Entschuldigung, Rohre. Hier machen wir doch mal einen mittelgroßen Strommast hin. Dann ist das nämlich auch alles versorgt. So. Ja, Möp. Und raus müssen die ja auch. Ach, jetzt habe ich die falschen genommen. Dann führe ich die aber auch in die Richtung weg. Dann kann das nämlich gleich zusammengeführt werden. Unten mit den Erzförderern. Und Strom gibt's auch noch, klar. War ja wieder klar, ne? Okay. Also, zwei Greifarme noch ersetzen. Und hier. So, Motoreinheit. Ich kann es mir ja alles nicht merken. Stahlträger, Eisenzahnrad, Rohr. Hä? Habt ihr auch gerade im Kopf, was ich im Kopf habe? Hier ist eine Seite vom Fließband noch frei. Das muss ich noch hochführen. Das heißt, ich müsste in der Tat auslagern lassen mit dem langen Greifarm. Aber das können wir ja machen. Also jetzt müssen wir irgendwie halt schaffen, noch das wieder umzumodeln, dass jetzt Stahlträger und Zahnräder auf einem Fließband liegen. Oh, ist das... Es ist echt immer ein Gefummel hier, ne? Muss man ehrlich sagen. Also.
fordert immer so viel Konzentration. Das ist ja schon fast anstrengend hier. Braucht wahrscheinlich noch ein paar Teilerfließbänder. So. Ich muss da jedes Mal wieder neu drüber nachdenken, wie ich das mache. Fang mal so an. Heute mache ich es anders. Teile jetzt erstmal die Zahnräder von den Kupferplatten. Und hier teilen wir die Eisenplatten von den Stahlträgern. So, und ich will nach links mal die Stahlträger haben. Ich hoffe, das wird gut. Muss die Stahlträger und die Zahnräder zusammenkriegen, ne? So. Hilft mir das jetzt, was ich hier machen will? Ja. Nur andersrum muss es sein, ne? Weil jetzt könnte ich doch dahergehen und sagen, die wieder auf 1, Stahlträger, Zahnräder, da haben wir sie nämlich auf einem. Das wollen wir doch haben. Und jetzt müssen wir nur noch die Kupferplatten rüberbekommen zum Eisen. Oh, der Kopf glüht. Wie machen wir das elegant? Der Strommast ist mir ein bisschen im Weg hier, ne? Ich setze ihn jetzt einfach dahin, auch wenn das nicht gerade schön ist. So. Einmal runter. Jetzt kommen wieder die Blueprints vom Mannes ins Spiel, glaube ich. Ich habe keine Fließbänder mehr. Skandal. Wo kriege ich da denn was her? Greifen wir einmal ordentlich ab. Ja, Greifarme schaden auch nicht, ne? Da wären noch ein paar gewesen. Also, ich habe wieder durcheinander gemacht. Wie immer. Die liegen halt jetzt leider auf der falschen Seite. Dann müssen wir das noch ein bisschen weiter durchziehen hier. Das geht schöner. Ich weiß nur gerade nicht exakt wie. Also funktionieren tut es so. Schön ist es so nicht. Aber es funktioniert so. Okay. Motoreinheit, dafür brauche ich mit Garantie wieder die andere Montagemaschine. Gucken wir nochmal. Ja, Montagemaschine 2. Und dafür fehlen mir jetzt Materialien. Kupferplatten. Ich nehme ja echt mal unten was aus dem Vorrat, ne? Ich meine, wofür habe ich die Kisten denn, wenn ich mir immer wieder was von den Fließbändern hier nehme? Kupferplatten haben wir noch genug. Okay.
Die letzte Forschung hier, die geht ohne Wissenschaftspaket 3, die machen wir jetzt. Was eine Fabrik hier. Unglaublich. Jetzt, Matze, wieder ordentlich nachdenken. Ein langer Greifarm, ein kurzer für die Beladung der Fabrik und noch ein langer. Oh je. Das wird eng. Okay. Dann gibt es Probleme mit dem Strom hier an der Stelle, ne? Müssen wir das echt schon mal so machen hier? Setzen wir mal die Greifarme und gucken. Einfach mal, wie wir hier hinkommen. Der ist schon ohne Saft, der auch. Der müsste da auch noch hin, glaube ich, ne? Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und machen wir nochmal. Das war jetzt nix. Hm? Ah, okay, ich sehe. Da hat sich was eingeschlichen, was nicht hingehört. Okay, jetzt setzen wir erst die anderen Greifarme alle noch. So, die beladenden. Und die entladenden. Was ein Gefummel hier. Unglaublich. So, der Strommast, der sitzt schon mal gar nicht gut. Hier fehlen jetzt schon wieder Greifarme. Den muss ich jetzt in der Tat hier rübersetzen. So doof das auch ist. Aber ja. So, hier oben brauchen wir aber dafür jetzt kein Fließband. Muss aber Stromversorgung hin. Die könnte aber noch auf die andere Seite hier. Also sagen wir mal, hier kommt ein Versorgungsfließband hin oder hier. Dann könnte hier noch die Stromversorgung für die Maschinen mit hin. Alles klar. Motoreinheiten. Einmal nachdenken. Rohre, Erzförderer, Motoreinheiten. Dann könnten wir jetzt das Wissenschaftspaket 3. Entschuldigung, nicht draufklicken. Ach, die Schaltkreise fehlen noch. Die Schaltkreise, das gibt die nächste Reihe und für die Schaltkreise brauchen wir Kunststoff, Kupferkabel und Schaltkreise. Das heißt, zwei Reihen Zuleitung, eine Reihe Ableitung, das heißt ein Transportband hier so in die Richtung zum Zuführen. Greifarme, 1, 2, 3 Höhe, nochmal Greifarme und 1 zum Abführen. So, das ist das, was hier das nächste Mal noch rein muss. Dann kann ich aber jetzt die Strommasten hier setzen, weil ich schon mal weiß, wie das Ganze ausschauen soll. Und dann wäre nämlich die Produktion hier schon am Laufen. Machen wir es erstmal so. Auch wenn ich weiß, dass es vielleicht auf Abstand gehen würde.
Aber das sind alles Dinge, die kann man später noch mal ein bisschen optimieren. Okay, ich kann nichts mehr erforschen ohne die nächsten. Oh, doch. Was habe ich denn hier unten? Nee, das habe ich doch schon. Das ist doch schon alles fertig. Eieiei, Matze. Okay. Also. Einmal zusammengefasst. Das hier wird noch die Produktion für die Schaltkreise. Ich setze mir da nochmal eine Montagemaschine hin. Nur damit ich das schon mal weiß beim nächsten Mal. Guck mal, was hier für eine lange Produktionskette passiert, bis ich so eine Montagemaschine 2 habe. Das ist ja echt auch der helle Wahnsinn schon. Okay. Und die markiere ich mir schon mal. Dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid, was wir machen wollen. Ja, und das hier wird irgendwie immer größer, ne? Sehr schön. Mir gefällt das gut. Das hier sollte man nicht aus dem Auge verlieren, dass es hier bald Ärger gibt. Ja, aber ich habe noch Platz. Ich habe noch Platz. Die Umweltverschmutzung, die kommt ja hier durch diese Ecke und noch nicht hier durch, glaube ich. Das passt alles noch. Also, Wissenschaftspaket 3. Das nächste Mal kommt die Vollendung. Und ja, ich bin gespannt, wie das funktioniert. Bis dahin. Habe ich noch was zu sagen? Nein. Doch. Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.